Auf meinem Gegenüberhocker wechselt jetzt der Gesprächspartner. Und zwar nimmt dort jetzt Platz David Bernet. Er ist Dokumentarfilmer und kommt aus der Schweiz, lebt und arbeitet aber schon seit geraumer Zeit in Deutschland und arbeitet derzeit an einem Film zum Thema europäische Datenschutzreform. Momentan wartet er allerdings darauf, dass die europäischen Gesetzgeber endlich mal da zu einem Punkt kommen und ein Gesetz verabschieden zu dem Thema, damit sein Film endlich fertig wird. Bitte, David. Kann ja noch dauern. Das kann dauern und mein Produzent wäre vor allem glücklich, wenn Sie es bald bekommen würden. Ja, aber zur Sache. Seit knapp einem Jahr laufen Enthüllungen in Serie zum Thema Prism, zum Thema Tempora, zum Thema Datenschnüffelei auf allen Ebenen, industriell, geheimdienstlich, Polizei, was auch immer. Man hat seitdem den Eindruck, dass die meisten europäischen Mitgliedstaaten am liebsten hätten, die Sache würde verrauchen, nämlich die meisten Bürger würde ohnehin nicht interessieren, was mit ihren Daten geschieht. Wie wichtig ist, was mit Daten geschieht? Es ist sehr, sehr wichtig. Datenschutz, das ist ein wichtiges Menschenrecht, was, glaube ich, gerade noch sehr unterschätzt und unterentwickelt ist. Und wir müssen eben dazu kommen, dass wir auch unsere Bürgerrechte und unsere Bürgerinnenrechte online genauso schützen, wie wir sie offline schützen. Und die Enthüllungen, glaube ich, sollten da von Snowden sollten halt echt auch dann einen Anstoß geben. Ich meine, wann, wenn nicht jetzt, müssen wir da vorangehen? Dennoch hat man den Eindruck, bei den Bürgern, bei den Konsumenten fehlt die Sensibilität dafür. Was wollen Sie da tun? Man kann eben nicht alles auch den Menschen so überlassen, dem man sagt, du musst dich selber darum kümmern, was mit deinen Daten passiert. Ich glaube schon, es sollte da Gesetze geben, die eben auch ganz klare Limits einsetzen. Was darf eigentlich mit diesen Daten passieren und was darf eben nicht mit Daten passieren? Weil die Menschen müssen sich ja auch darauf verlassen können, dass auch Unternehmen nach Recht und Gesetz handeln. Und wenn es aber gar kein Recht und Gesetz gibt, dann wird es schwierig. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir zum Beispiel diese Datenschutzregelungen haben auf europäischer Ebene. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, die Staats- und Regierungschefs weigern sich da leider. Das Parlament hat ja vorgelegt mit sehr guten Berichten, unter anderem einem grünen Berichterstatter, dem ja mit einem Bericht. Und jetzt sind die Mitgliedstaaten mal an der Reihe, um zu sagen, wo sie jetzt lang wollen. Und sie haben es schon, wir haben jetzt Wahlen, ne? Also jetzt bis nach der Wahl stockt das dann sowieso. Aber ich würde mir schon wünschen, dass sie da mal vorankommen. Jetzt hat das Parlament reagiert als, glaube ich, erstes und fast einziges Parlament, zumindest im letzten Jahr, und eine sehr aufwendige Reihe von Anhörungen organisiert zum NSA-Skandal, beziehungsweise zur Massenüberwachung europäischer Bürger. Das ist der offizielle Titel, Massenüberwachung europäischer Bürger. Es gibt auch einen Abschlussbericht, der wurde im März im Parlament verabschiedet und der stellt unter anderem fest, dass auch EU-Geheimdienste die europäischen Bürgerrechte verletzt haben. Ja. Angenommen, Sie würden Kommissionspräsidentin, würden Sie eine Vertragsstrafe veranlassen gegen diese Staaten? Ja, allerdings. Ich glaube, da muss man wirklich auch harte Kante zeigen. Und da wird europäisches Recht und Gesetz gebrochen. Da muss man gegen vorgehen. Und dazu hat die Kommission eben das Instrument des Vertragsverletzungsverfahrens. Ganz klar für innerhalb der Europäischen Union. Und was wir machen müssten, um auch den USA zu begegnen, ist endlich mal die Datenaustauschabkommen, die wir ja schon haben, abzubrechen, auszusetzen. Ne? Da denke ich nur an SWIFT, Bankendaten oder an die Passagierdaten, das PNR-Abkommen. Da muss man mal reingehen und sagen, liebe Leute, aber wenn ihr uns so überwacht, dann canceln wir halt diese Abkommen. Und das würde auch den Amerikanern richtig wehtun. Angenommen, es gäbe eine EU-weite Volksabstimmung darüber oder zur Frage, soll man Edward Snowden innerhalb Europa Asyl gewähren? Würde die Bevölkerung Europas Nein sagen dazu, Ihrer Meinung nach? Es ist natürlich eine sehr in die Zukunft geschaute Frage. Asylfragen sind ja immer schwierig, aber wir Grüne würden auf jeden Fall dafür Kampagne machen, dass Snowden Asyl gewährt werden soll. Zum Schluss, Eric Schmidt der CEO von Google, hat in einem Buch über die digitale Zukunft sehr deutlich und ohne Scheuklappen beschrieben, dass die Zukunft wahrscheinlich so aussieht, der digitalen Gesellschaft, dass eine kleine Gruppe Privilegierter die technischen Mittel und die finanziellen Mittel haben wird, um ihre Privatsphäre zu schützen. Der Rest nicht. Was für eine Vision haben Sie von der digitalen Zukunft? Meine Vision oder meine Erwartung auch an
an den Rechtsstaat ist eben auch, dass die Rechte von allen Menschen geschützt werden, egal wie reich oder wie arm. Und das gilt eben auch für die Online-Welt. Und da kommt aber noch ein ganz wichtiger Punkt rein, Netzneutralität. Ne? Das ist ja auch ein ganz großes Thema, wo wir gerade sehen, dass Unternehmen Geld damit machen wollen, um uns freien Zugang zu gewährleisten. Und die Leute, die es eben nicht bezahlen können, dass die eben benachteiligt werden. Und da müssen wir auch gegen vorgehen, da müssen wir ganz klare Regelungen setzen, dass eben Netzneutralität gilt. Darf ich noch ganz kurz sagen, also die Grünen sind in den 70er Jahren angetreten, um die Welt zu retten gewissermaßen, die Umwelt, die Natur, die Ressourcen unserer Erde. Geht es jetzt um eine Art quasi neue graue Ökologie der digitalen Gesellschaft, um die Daten der Menschen zu retten? Es geht uns auf jeden Fall auch um die Bürgerinnenrechte und Bürgerrechte online, ganz klar. Was hier gilt, es muss eben auch im Second Life gelten.